Nein. Oh, da. Tricks. Und zwar nehmen wir da denn den Gift-Odem. Nike und Dings ist ja beides bei ihr, ne? Warte mal. Du bist Zombie-Maschine-Dings. Der, der und auch nochmal der. Du bist es, du bist es. Schwierig. Oh, hallo. Wer bist du denn? Aber was sei denn los? Kein versteckter Durchgang hinter dieser Wand? Kein versteckter Durchgang hinter dieser Wand. Na, gucken wir mal. Ne? Was öffnen? Naturnähe. Schweben. Brücke. Hellen. Alte Pracht? Nee. Okay. Kann nur einmal im Leben nutzbar, ist auch geil. Einblick auch nicht. Hui Ball. Also auf jeden Fall erstmal Linda in der Hand, dass wir ein bisschen Dings haben. Was dort hier den Schockwelle voll Eis gibt. Aber was sein los? Kein versteckter Durchgang hinter dieser Wand. Nehme man den Weg hier runter, ne? Runter der Weg sein. Ah, wieder frostige Fürsten. Zwei Stück. Rums. Sitzen. Eine frostige Fürstin wurde gezähmt. Schneeschokolade. Hey. Sora, Stufe 29. Und erlernt den Trick Steinerne Starre. Überenike, Stufe 22. Bob, Stufe 11. Natürlich behalten wir Brunhilde. Brunhilde. Wie sieht's mit den schon Level 10 direkt. Interessant. Aber Brunhilde. Hört sich auch geil an, so Brunhilde. So. Hier haben wir noch eine
Beutel Phönix-Odem. Stellt Bewusstsein und LP deiner Verbündeten wieder her. Interessant. Apropos. Flüche aufheben. LP. Erstmal ein bisschen MP wiederherstellen. Ne? Hier runter. Oh oh. Okay. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Nein. Dieser Schneesturm geht einen echt auf den Keks. Also wirklich extremst auf den Keks. Stimmt, Oliver hat ja auch noch seine Zauber. Feuerball! Obwohl. Ah, toll. Tierischer Lärm. Autsch. Meine Güte. Wir haben uns da was vorgenommen. Vielleicht hätte ich die andere erst machen sollen. Ne, dass ich erst die von, was weiß ich, die Cobra-Königin, dann den zweiten, der oben rechts in der Map ist und dann erst den. So, Exo Stufe 18, Schnurri Stufe 13, Livia Stufe 15. Ne, dass man das eher so gemacht hätte. Wäre, glaube ich, sinnvoller vielleicht gewesen. Vielleicht. Ne, vielleicht ist es auch totaler Bullshit. Was ich da gesagt hätte. Oh nee. Fuck. Direkt schon mal hier ein bisschen. Nein! Ich nicht. War nicht schnell genug mit. Dings. Ich wollte gerade sagen, ich war nicht schnell genug mit. Exo. Um Verteidigung zu gehen. Gewichtige Glocke. Nuri Stufe 14. Bob Stufe 12. Hallo. Hallo ihr. Hier in der Glotze seien viele versteckte Durchgänge. Dort seien Wände, die komisch aussehen, ja? Hier neben mir sehen, seht euch Wand an. Huch. Aha, guck einer. Verstehe. Okay.
die so schimmern wie bei ihm, da sind wohl geheime Durchgänge. Verstehe. Hätte ich mal ein bisschen drauf geachtet. Mama? Ist das der Ort? Gut möglich. Der Schlund des Bergkönigs scheint ein passendes Versteck für die seherische Magie der Altvorderen zu sein. Die Macht, Seelen zu retten. Ist sie wirklich hier? Wenn wir sie nur finden könnten, haben wir vielleicht eine Chance, den dunklen Djinn zu besiegen. Das ist mein ich meine, der alte Kaiser. Er ist es, ja. Aber was hatte er und meine Mama hier zu suchen? Das ist nicht deine Mama. Das ist die die große weise Alice. Verdammt mich, das ist ganz schön lange her. Alice? Ach ja, sie war in meinem Traum. Sie sieht ihr so ähnlich. Der alte Kaiser hat also seine Zeit damit verbracht, mit hübschen jungen Waisen abzuhängen, was? Tja, Glückspilze gibt's. Sven, muss das jetzt sein? Nein! Sie ist verschwunden. Was zum Kuckuck war das? Bilde ich mir das nur ein? Ah, jetzt erinnere ich mich. Nein, Mann, wir bilden uns das nicht ein. Nicht? Oh, es liegt schon eine ganze Weile zurück. Hat überall gesucht. Alice, meine ich. Nach einem uralten Zauber oder sowas. Das muss ein Gespräch gewesen sein, das sie damals geführt haben. Kann nur das gewesen sein. Da bin ich mir ganz sicher. Ich verstehe nicht ganz. Wir haben eben ein Ereignis aus der Vergangenheit gesehen. Die Frage ist nur, warum? Das war also die große weise Alice. Mamas Seelenverwandte. Nicht lang her. Wir werden dich retten. Ich versprich's. Nicht mehr lange. Wir werden dich retten, versprich's. Oliver, tut mir leid. Kommt schon, holen wir uns diesen Stein. Naja. Schau mal nach oben, Junge. Was für ein Eiszapfen. Ich wette, der sitzt ganz schön fest. Nicht besonders fest. Ganz schön gefährlich. Ja. Ich habe erstmal muss ich hier kurz, ne? Schade. Irgendwie was macht bestimmte Ziele schwerer und damit langsamer. Barriere. Brücke. Schweben. Oliver. Achso. Oliver und Dings. Ja, toll. Das hatte ich jetzt anders geplant.
Einfach ausprobieren. Was sind denn deine Handreisen? Was soll ich denn da machen? Mal schweben können wir jetzt. So, toll. Das war jetzt aber nicht geplant. Das ist doof. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Dass mir den Eissäulen-Dings einstürzen würde, hätte ich dir. Dass dieses Eissäulen-Ding einstürzen. Mann, hast du einen schönen Schrecken eingejagt. Ach, als du drauf gesprungen bist. Warte mal, wenn ich hier Vertrauten rufe. Nee, passiert nichts. Gehen wir mal durch. Linderne Hand ist Schwachsinn. Dings ist auch. Schockwelle. Okay. Schockwelle war's. Hast einen netten Zauber. Feuerball. Bums. Jetzt haben wir aber auch keinerlei Dings mehr. Deswegen einmal kurz das. Das ist wieder einer. Und den. Direkt mal kurz geguckt. Ah, jetzt. Zack. Und hab eine Fiole des Weisen. Das ist schon mal gut. Fiole des Weisen werden wir brauchen. Vor allen Dingen, weil uns langsam auch die anderen Items alle so weit ausgehen. Ja, komm. Du hast mich eh schon gesehen. Frostige Fürstin und Sasquatch. Was ist das für eine scheiß Drecksding? Also ganz ehrlich, kann man doch nicht euer kann doch nicht euer Ernst sein, dass das Dings ist. So, einmal kurz hier. Schnitter. Zack.
Oh Gott. Attacke. So, Sven klaut einen Mondtropfen. Guck mal, das ist doch schon mal etwas. Mondkristall kriegen wir noch nebenbei. Livia Stufe 16, Bob Stufe 13. Feuer! Bums. Da ist auch noch mal eine Truhe. Feuer! Schokoladenkonfekt. Schokolade. What the fuck? Okay, da unten ist auf jeden Fall auch nochmal ein großer Gegner. Da schmeiß ich mal kurz eine Runde die rein. Es ist Sasquatch Mama und Sasquatch Papa nebenbei noch. Zack. Der Papa ist schon mal weg. Aua. Rauchbombe. Uff. Oh, schade. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Nie rette ich. Nori Stufe 15. Überenike Stufe 23 und... Er lernte den Wegdienst. Okay, muss aber einen Trick dafür ersetzen. Was macht der Wegkrieg? Ein unsanfter Weckruf holt einen Verbündeten aus dem Schlaf zurück. Würde ich sagen, nehmen wir dann stattdessen den mal raus. Ja. Das haben wir da schönes. Eine Wand mit einer Schatztruhe. Fähigkeitsmedaille. Eine Schnelligkeitsmedaille. Ist gar nicht das. Okay. Darunter auch nicht. Wait a minute. Da unten. Mehr Angriff und mehr Verteidigung, mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Nehme ich. Also da nehme ich sowas natürlich gerne.
So. Dann machen wir mal den. So, warte mal, das... So rüber. Schockwelle? Nee. Okay. Vielleicht doch diesmal Brücke. Nee. Irgendwie muss man darüber doch kommen, oder nicht? Ah, naja. Hallöchen. Gucke mal einer Schau. Gucke mal einer Schau. Zack. Ein heiligen Schild. Einen heiligen Schild. Schütz vor Zauberblockaden. Du hast keine Schilder. Du kriegst ja auch keine Schilder. Eigentlich trägt wirklich nur er Schild. Aber es wird halt, ne, zwar 3 Angriff weniger geben, aber dafür ordentlichen Verteidigungsboost. Werden wir das mal ausrüsten. Der ordentliche Verteidigungsboost, der ist der, den wir brauchen. Aber irgendwie muss man doch... Boah, okay. Es respawnt. Irgendwie muss man da oben eigentlich auch noch rankommen. Kurz warten, dass er zu mir kommt. Ja, die schon wieder. Zack. Oh, Kurzschluss ist aber auch sehr hilfreich. Tatsächlich. Also Elektro scheint auch sehr hilfreich zu sein. Oliver Stufe 36, Exo Stufe 19, Livia Stufe 17, Bob Stufe 14 und er lernt den Trick Sternchen. Habe ich für ihn eigentlich noch irgendwas Mögliches? Was haben wir denn hier? Sternchen, ein ihn unglaubliche Verwirrung stürzt. Eine Technik, Angriff, nee. Wir bleiben mal bei den Rahmen. So. Hier kann er noch mal uns ein Schätzchen holen. Eine Phönixträne, okay. Da oben liegt auch schon wieder ein Roboter. Ja, also irgendwas mit den Robotern muss er auf sich haben. Wir haben die an sämtlichen Orten schon gefunden.